Das werden ein bisschen Kraut- und Rüben-Worte sein, aber Kraut und Rüben ist manchmal gesund. Ja, ich habe gedacht, dass ich aus meinen Kolumnen vortragen werde. Ein bisschen gemischt, aber nachdem ich die schöne Rede vorher gehört habe, habe ich gedacht, ich würde doch vielleicht ein kleines Stückchen aus dem Dazwischen-Ich lesen, das eben von dem Flüchtlingsmädchen Martina handelt, weil natürlich da die Bildung auch sehr wichtig ist und auch das Miteinander, nicht nur die Kolumnen. Und ich denke auch, dass wir unterwegs in eine neue Gesellschaft sind, in der das Miteinander sicher eine weitere Qualität und Herausforderung sein wird. Ich denke, dass wir durchaus im Umbruch sind und im Umbau, und dieses Zurückziehen auf das Nationalistische betrachte ich persönlich als einen Rückschritt und eine Gefährdung. Das sehen natürlich nicht alle so und das ist auch okay. Wir haben Meinungsfreiheit noch und ich hoffe, es bleibt so. Vielleicht schließe ich mit dem Dazwischen nicht, das ist schöner. Ich habe eine kleine Auswahl meiner Kolumnen mitgebracht, die unterschiedliche Themen haben, von Flüchtlingsthematik relativ viel, muss ich sagen, aber nicht nur. Und ich fange einfach an, sind da noch ein paar sehr persönliche Dinge dabei. Eine auf Wunsch der mich einladenden Frau Ettel. Es war eine meiner ersten übrigens, das war für mich sehr witzig, dass sie sich noch an sie erinnern konnte. Ich beginne mit der Flucht und mit dem, was Flucht bedeutet, beziehungsweise was es bewirkt. Es gab ja nicht nur jetzt die Fluchtszenarien, sondern auch viel früher auch schon. Weltenfluchten. Exile und Fluchten gibt es, seit es Heimat gibt. Die Menschheit weiß allerdings mit der Herausforderung der Flucht immer noch nicht allzu konstruktiv umzugehen, trotz aller Erfahrungen, trotz aller historischen Berichte, Dokumentationen, Archive, trotz Nachrichten, trotz bewegter Bilder in Echtzeit, immerhin allesamt Möglichkeiten, sich über Fluchtgeschichte, Fluchtorte und Fluchtgründe zu informieren. Dennoch ruft ein Außenminister nach dem anderen nach australischen Zuständen, trotz besseren Wissens. Medien aller Art sind bestimmt auch im Außenministerium abrufbar. Man weiß von den furchtbaren Zuständen in den Internierungslagern und den Rückschleppungen aufs offene Meer. Im humanistisch orientierten Europa, das anderen seine Werte als noch zu erreichende Leistung verkauft, nehmen die Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, keine Spenden der einst Nobelpreis gekrönten EU-Länder mehr an, weil sie die Doppelzüngigkeit nicht mehr ertragen wollen, als Zeichen gegen die vorherrschende Politik. Manche Asylheime brennen, manche Minister sagen Ausrutscher zu Anschlag. Im weltweiten Netz blüht der Hass in allen seinen Ausformungen. Die einen schleppen also Boote vom Festland weg, die anderen fischen Tag für Tag Überlebende und Leichen aus dem Salzwasser. Das Thema Flucht ist wie kaum ein anderes dafür geeignet, zu zeigen, wer wir wirklich sind. Und eventuell kann ich gleich daran anschließen. Das habe ich allerdings geschrieben, da war Trump noch gar nicht gewählt und da erschien mir das auch absolut nicht vorstellbar. Also wenn ich jetzt nach dieser Zeit zurückblicke, in der ich das geschrieben habe, wirkt das so lächerlich, weil sich so viel und so schnell seitdem weitergedreht hat. Also in den letzten 2 Jahren ist sehr viel geschehen, das auch viele, viele Folgen haben wird, nehme ich an, von denen einiges noch gar nicht so klar ist, wie diese Folgen dann aussehen werden. Also das habe ich geschrieben, als die Flüchtlingsbewegungen begannen
und die Grenzzäune noch gar keine richtige Realität waren, sondern nur diskutiert wurden. Let's do the time warp again. Europas Stier hat Gelenksprobleme. Der Ritt wird ungemütlich, ja wackelig. Grenzzäune schießen aus dem Boden wie Schwammerl nach dem Regen. Im Unterschied zu den Schwammerln hat der Grenzzaun offensichtlich Ganzjahressaison und man kann kein Gröstel draus machen. Einen Strudel kann man schon daraus machen. In diesem frisch gerührten Strudel werden diffuse Ängste politisch geschürt mit tatsächlichen Problemen vermischt. Probleme, die durchaus herausfordernd sind und dies noch lange Zeit sein werden. Probleme, die Europa nur im gemeinsamen Bemühen wird lösen können und nicht einzelne Länder im Alleingang. Die Zeiten ändern sich. Es gibt wieder Grenzkontrollen mit langen Wartezeiten. Es gibt wieder misstrauische Blicke, die mich an den Ostblock erinnern, sogar an Checkpoint Charlie, das sich hinterlistig aus der Vergangenheit in die Gegenwart geworbt hat und plötzlich an den Schnittstellen zwischen Ungarn, Kroatien, Slowenien aufpoppt wie ein Riss im Raum-Zeitkontinuum. Länder, die einander Flüchtlinge busweise als Retourkutschen hin und her karren, die sich gegenseitig mit Anschuldigungen eindecken. Länder, die offensichtlich gegen Europas gültige Rechtsgepflogenheiten verstoßen. Ist dies jenes geeinte, fortschrittliche Europa, das man anstrebte? Ist diese Metamorphose die letzte in der langen Reihe von Europas gemeinsamen Verwandlungen? Man hofft auf Verneinung dieser Fragen. Und wie man weiß, haben sich diese Fragen mittlerweile ja durchaus beantworten lassen und nicht unbedingt besonders schön. So, jetzt überlege ich, ob ich schon was Lustiges machen soll oder noch. Nein, noch nicht. Noch wird gelitten. Ich schwenke jetzt aber mal kurz ab. Ich möchte gern das Thema Mehrsprachigkeit betonen, das gerade natürlich in der Bildung eine besondere Rolle trägt und das an sich ein Feld von großem Reichtum sein könnte, aber es immer wieder nicht ist, beziehungsweise nicht als solches betrachtet wird, was ich grundsätzlich sehr schade finde. Wobei, damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich ist es wichtig, die Landessprache zu sprechen, des Landes, in dem man lebt, aber das ist in dem Fall gar nicht gemeint, sondern die Abwertung der zweiten Sprache. Der Turmbau zu Babel und andere hochriskante Geschäftsmodelle. Der Turmbau zu Babel scheint für viele immer noch die Grundinterpretation von Mehrsprachigkeit zu sein. Eine Strafe von oben. Einzig und allein auf die sündigen Köpfe heraufbeschworen, um sie zu verwirren, zu entzweien und an groß angelegten internationalen Projekten zu behindern. Diese auf eher unheilige Art biblische Interpretation findet Niederschlag in diversen Abwertungen von Mehrsprachigkeit, ja bis hin zum immer wieder ernsthaft angedachten Erstsprachverbot und damit zum zwangsverordneten Identitätsverlust. So schlimm Ohnmacht sein kann, die man erleidet, sobald man in einem Land ankommt, ohne dessen Sprache zu kennen, so schlimm ist aber auch ein solcher Maulkorb. Selbstverständlich fällt alles aus dem sozialen Leben, was sich nicht artikulieren kann, und das Beherrschen des Deutschen ist Bedingung für berufliches Weiterkommen. Doch darum geht es oft nur oberflächlich. Die mitgebrachte Sprache ist doch so vollwertig wie die zu erlernende weitere. Zu oft werden Menschen, die sich in Fremdsprachen unterhalten, sofern diese Fremdsprachen weder Englisch noch Französisch sind, im öffentlichen Raum teils per grottigem Hausmasters Voice,
beschimpft und zurechtgewiesen. Also mir ist das in den letzten Jahren übrigens so oft passiert wie noch nie, dass ich, wenn ich in Wien unterwegs war, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Russisch gesprochen habe, mehrmals beschimpft worden bin. Und auch meine Mutter hat Ähnliches rückgemeldet. Und das finde ich eine Entwicklung, die doch sehr, sehr schlimm ist. Sie solle aufhören, diese hässliche Sprache im Bus zu benutzen. Sie solle sich am besten ganz weit wegsetzen, wurde eine bilinguale Bekannte angeschrien, die sich auf Russisch mit Freunden unterhielt. Die hat mich daraufhin völlig aufgelöst, noch im Bus angerufen, hat geweint. Das war eine ganz, ganz widerliche Szene. Das, was schön daran war, war, dass sehr viele Leute sie verteidigt haben, weil der Mann hat dann herumgeschrien und war richtig schlimm. Und wie gesagt, das ist mir in den Jahren zuvor eigentlich nie passiert und sagt auch viel über die Politik aus, die mit dieser Zweisprachigkeit nicht umgehen kann, nicht neutral umgehen kann, sagen wir mal so. Gespaltene Zunge macht verdächtig. Entsprechende Wahlkämpfe und Plakate mit fremdenfeindlicher Provenienz tragen natürlich zu der Stimmung bei. Offen bleibt, welche biblische Gottesstrafe wohl auf jenen lastet, die nach guten Deutschkenntnissen anderer schreien und dabei nicht einmal die Erstsprache vollwertig beherrschen. Soll es ja geben, soll es geben. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. So. Ja, was könnten wir noch machen? Ich könnte jetzt ein bisschen Themen hoppen. Nein, ich bleibe bei der Muttersprache, dann ist das ein bisschen kompakter. Es gab einen Aufruf zum Schutz der Sprache wegen dem Binnen-I. Man hat sich vom Binnen-I offenbar sehr bedroht gefühlt. Ich kann nicht sagen, dass ich das Binnen-I besonders liebe, aber nachdem ich das gelesen habe, habe ich verlangt, dass das Binnen-I bestehen bleibt. Also das war irgendwie, wie soll ich sagen, es hat mir das Binnen-I ans Herz wachsen lassen, diese Aktion. Für Vaterland und Muttersprache. Wenn Sprache sich nicht mehr verändert, ist sie tot. Der Sommer ist gekommen und mit ihm das Sommerloch. Ein Sommerloch ist ein wenig wie ein Loch im teuren Perserteppich. Man möchte es kaschieren, um weiterhin elegant zu bleiben. Über ein Teppichloch kann man eine Porzellanvase mit hohen Blumen in dezenten Farben stellen. Über das Sommerloch stellt man ein Thema, das außerhalb des Loches wenig Chancen hätte, wild diskutiert zu werden. Das Sommerloch ist ein Raum der vertanen Chancen und erstaunlicher Zusammenballungen. Es unterschreiben 800 Menschen einen offenen Brief, indem sie eine Rückkehr zur Normalität wünschen und kein Binnen-I. Unter den Unterzeichnenden einige, von denen ich das niemals erwartet hätte. Somit hatte das Sommerloch für die erste Überraschung gesorgt. Ob 800 Leute ausreichen, um so weitreichende Änderungen zu verlangen und dabei von sich als der Mehrheit zu sprechen? Und gesetzt den Fall, dass die Mehrheit diese Form tatsächlich untragbar findet und nicht bereit ist, eben passendere neue zu finden, so sei sie daran erinnert, welche Wellen vor der Einführung des Frauenwahlrechts hochgingen. Wollen wir also in solche Zeiten zurück oder nur in jene, als es noch das Familienoberhaupt gab, das über Frau und Kind bestimmen konnte? Wie original ist überhaupt das originale Deutsch? Wie viele Jahrhunderte möchten wir zurückgehen? Das sage ich als eine, die das Binnen-I als durchaus schwierig und nicht als perfekte Lösung empfindet. Zu Zeiten aber, in denen Töchter neben Söhnen bereits ein Eklat darstellen, wird man bei solchen Vorstößen dennoch hellhörig. Sprache kann Gesellschaft formen, so oder so. Der Verein Muttersprache, in dessen Wiener Sprachblättern dieser Brief der 800 veröffentlicht wurde, hieß auch Brief der 800,
bietet neben dem Kampf gegen Anglizismen auch gewisse Querverbindungen zu der vom DÖW als rechtsextrem eingestuften Organisation Österreichische Landsmannschaft. Ob das die zu der Normalität Aufrufenden auch gewusst haben? Stuhlgewitter statt Shitstorm? Meinetwegen. Die Globalisierung mit all ihren Vor- und Nachteilen wird auch das nicht aufhalten. Das, was aber dabei bitter aufstößt, wie ein 100 Jahre altes Gulasch. Ähnliche Aufrufe fanden bereits 1914 statt. Die Franzosen und die Engländer sind unsere Feinde. Meidet die aus ihren Sprachen in unser gutes Deutsch eingeschmuggelten, entbehrlichen Ausdrücke. Deutsch und Rhein sei unsere Sprache. Auskunft über gute Verdeutschungen erteilt bereitwillig die Ausschüsse des Sprachvereins Zweigvereine. Nachzulesen in der Sammlung der Wien-Bibliothek im Rathaus. Wer sich also um Verarmung der deutschen Sprache sorgt, kann übrigens genau dort ansetzen, wo Not an Mann und Frau ist, im zugesparten Bildungsbereich. Das Streichen des A von Magistra wird jedenfalls diese Probleme nicht lösen. Komisch. Wer hätte das gedacht? Und wenn wir schon bei der Sprache sind, sind wir auch gleich bei der Migrantenliteratur. Ich finde, das passt eh sehr schön zusammen. Das ist der erste persönliche Eintrag. Ich hatte, als ich mein erstes Buch, den Spaltkopf, schrieb, keine Ahnung davon, dass ich Migrantenliteratur geschrieben habe. Das habe ich dann erfahren, nachdem ich mehrere Interviews gab. Und dann habe ich das hier geschrieben. Der edle Wilde mit seiner Schreibmaschine. Als ich diese Kolumnen begann, wurde mir von Kollegen empfohlen, besser keine Fortsetzungen, keine Reloads, kein Revisited von whatever zu produzieren. Manche Themen lassen sich dennoch nicht mit einem Absatz von 2770 Zeichen abhandeln. Und mittlerweile sind es übrigens nur noch 1500. Aber ich habe gelernt, mich knapper auszudrücken. Dass der sogenannten Migrationsliteratur zum Beispiel, die sich ab und an auch unter dem Begriff der Deutsch als Zweitsprache bemerkbar macht. Der Blick auf Menschen, deren Beruf das Schriftstellen darstellt, sollte vor allem vom Inhalt des Geschriebenen geprägt werden und nicht von der geografischen Festlegung des vermutlich ursprünglich aus Pangea, jedenfalls also von jenem Strand, an dem das erste landgängige Vieh der ozeanischen Ursuppe entstieg, als frühe Version der Venus von Botticelli stammenden Schriftstellerkörpers. Die Vergangenheit, die eines jeden Schriftstellers Werk mitträgt, ob sie sich nun in dessen Texten explizit finden lässt oder nicht, sollte gleichwertig betrachtet werden, ob sie nun hüben oder eben drüben stattgefunden hat. Eingeteilt wird aber gerne in eine exotische Vorvergangenheit und eine Mitvergangenheit einer neuen Heimat mit deren neuen Bewohnern. Mir leuchtet ein, dass diese Begriffe nicht segregierend, sondern gut gemeint sind. Eine Art Schützenhilfe für das Losfeuern ins Deutsche. Dennoch kann ein solcher Blick fast mitleidig wirken, im schlimmsten Fall sogar herablassend. Im allerschlimmsten Fall vermittelt dieser Blick den edlen Wilden, der doch nur wenig kreativ wiedergibt, was ihm geschah. Ähnlich unglücklich übrigens die unterscheidenden Begriffe Frauenliteratur und Literatur. Schreibt ein Mann über eine Frau, ist das ein Roman. Schreibt eine Frau über eine Frau, ist das Frauenliteratur. Frauen und Wilde verwalten bloß ihre Geschichte, während der Literat natürlich aus dem Genialen schöpft. Ich bin ja eine unfreiwillige Jägerin des Absurden. Besser gesagt, das Absurde jagt mich und es ist so, dass es mich leider selten verfehlt.
Bei der letzten Diskussion fiel die Frage, ob das Wort die Realität präge, ob es sie neu definiere. Wir saßen an einem Podium, es ging um Migrantenliteratur, ich habe das Thema gehasst und habe mich auch nicht besonders wohl dabei gefühlt und kam aber erst als Zweiter dran. Und meine Kollegin, die vor mir dran war, hat sich da wunderbar damit arrangiert und hat es auch nicht schlimm gefunden, hat sich sehr wohl gefühlt. Und ich saß da und ärgerte mich immer mehr und wartete. Und das war dann sehr absurd, ja. Bei dieser letzten Diskussion fiel die Frage, ob das Wort die Realität präge. Meine Kollegin, auch deutsch zweitsprechend, trug in wirklich schöner, aus der Zeit gefallen scheinender Art und Weise vor, edel. Die Einteilung in Zweitsprechende, die für mich den Beiklang von Zweitfrau und Zweitauto hat, wobei beides auch einen gewissen Luxus dasteht, schien sie nicht zu stören. Geschmäcker sind eben verschieden. Ich stierte auf die Leselampe vor mir, überlegte mir, was ich nun sagen sollte, hörte mit halbem Ohr zu und dachte mit halbem Hirn über meine weitaus weniger edle Antwort nach, die bei mir heranreifte, bis mir auffiel, dass auf dem dicken Lampenschirmbein groß und deutlich Arsch geschrieben stand. Am Anfang war also der Arsch. Das war kein guter Anfang und meine Rede nahm auch kein gutes Ende. Ich wollte weder edel noch wild sein, sondern einfach nur eine Spracharbeiterin mit einer Vergangenheit, einer Gegenwart und einer Zukunft. Und wenn wir schon bei den Zweitsprechenden sind, sind wir auch gleich bei der Migration natürlich. Und zwar nicht unbedingt von Flucht, sondern Migration mit Schwerpunkt Bürokratie. A space oddity oder wie man sesshaft wird oder auch nicht. Die Wien-Woche bietet, also letztes Jahr, das ist etwas schon älter, letztes Jahr gab es ein an sich sehr, sehr schönes Projekt, das ich auch gerne unterstützt habe, das die Migration und unter dem Schwerpunkt des Wartens gestellt hat und eine ganze Publikation darauf, ich rocke ein bisschen. Die Wien-Woche bietet unter dem Schwerpunkt Migratia Yeah Yeah auch das Projekt Wiener Warten, das sich mit dem Zustand der noch nicht Angekommenen beschäftigt. Der behördliche und der innere Wartesaal, in dem man nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht zugehörig und auch noch nicht als Fremdkörper abgestoßen worden ist, wird unter anderem von Dimitri Dinev, Olya Alvir und anderen beschrieben und damit nachvollziehbar gemacht. Warteräume sind transitfähige Feuer. Man glaubt, man habe eine Grenze überwunden, aber sie ist immer noch da. Man hat sie inkorporiert. Sie wurde einem einverleibt, ohne gefragt worden zu sein. Diese überwunden geglaubte Grenze sitzt nun in den Köpfen und in den Bauchhöhlen als beständige Angst. Sie könnte wieder von dort extrahiert und erneut vor einem aufgebaut werden. Diese Angst ist nicht völlig unrealistisch. Die Bereitschaft, da zu sein, ist nicht immer genug. Die Entscheidungsgewalt der mächtigen Behörden-Sphinx ist auch nicht immer nachvollziehbar. Ihr Rätsel wird aber gestellt werden. Die Lösung kann schneller verlautbart werden oder auch langsamer. Und noch langsamer als langsam. Zeit ist relativ. Das Warten auf die Antwort der Sphinx dehnt sich aus. Ein persönliches Universum nach dem Urknall der Frage. Warten bedeutet Tatenlosigkeit. Nicht aber die Tatenlosigkeit der Entspannten. Wer so wartet, ist zu fruchtloser, aber umso zehrender Arbeit verdammt. Die Wartenden müssen täglich damit fertig werden, dass sie keine Entscheidungsgewalt über ihr Leben mehr haben. Alle Lebenspläne stehen still, wenn die Entscheidungsinstanz es will. Solange nicht klar ist, wann die Bleibenden
bleibend werden dürfen und wer von den Wartenden zu Bleibenden erkoren werden wird. Die Zeit des Landes läuft in einer anderen Geschwindigkeit als die Zeit jener, die auf der Schwelle des Landes stehen. Das entfernt sie weiter von dem Ziel, ein Teil von hier und jetzt zu sein. Jeder ist in seiner eigenen Stillstandsblase gefangen, die sich nach einer Weile so anfühlt, als gäbe es gar keine Zeit mehr, sondern nur dieses schwerkraftfreie Schweben in Ortlosigkeit, das Kreisen um das Verbliebene, um sich selbst. Jeder von uns kennt dieses ärgerliche Gefühl, wenn die Schlange vor der Kasse ins Stocken gerät, wenn man beim Arzt nicht und nicht aufgerufen wird, kleine, räumlich und zeitlich begrenzte Frustrationen, Karikaturen dessen, was ein Mensch machen muss, lernen muss, der Wochen, Monate, Jahre wartet auf das Startsignal zum normalen Leben. Wer wartet, sollte sich besser warm anziehen. Der Blick des Sphinx tötet nicht, aber ihr Schweigen kann vernichten. So, und jetzt machen wir was Persönliches, Lustigeres. Das ist, hat mit meinem Erstlingsroman zu tun, hat auch mit dem Miteinander zu tun, allerdings mehr mit dem systemischen Familienmiteinander. Aber diese systemischen Aufstellungen lassen sich auch in Unterrichtssituationen natürlich immer wieder spüren. Nämlich, was der eine wahrnimmt, was der andere wahrnimmt und das, was dazwischen liegt, nämlich die Realität und was daraus entsteht sozusagen. Ich kann es vielleicht ein bisschen erklären. Ich habe, als ich den Spaltkopf schrieb, dann am Anfang vor allem stark autobiografisch mich orientiert, habe mich dann aber ab der Hälfte des Romans immer weiter davon entfernt. Und es kommt im Spaltkopf eine Familie vor, die in Amerika lebt. Und diese Familie ist nicht die Familie meiner Verwandten, deren es einige gibt. Also es gibt drei verschiedene Familiengruppen, die in Amerika leben, eine, die in Israel lebt und keine von diesen vieren wurde im Buch dargestellt. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Nicht eine einzige, aber es sind echt interessante Dinge passiert. Wahn und Wirklichkeit, Wahlverwandtschaften. Die Relativitätstheorie lässt sich mit Einsteins bekanntestem Spruch kombinieren. Nicht nur die menschliche Dummheit scheint außer dem Universum unendlich, sondern auch ihr Zwillingsbruder, das Ego. Dabei ist relativ egal, in welcher Abmischung diese beiden Konstanten der menschlichen Entwicklungsgeschichte zutage treten. An Orten, an denen man dieser Melange schwer entkommen kann, gedeiht die Frustration besonders gut, die mit manchen Orchideen vergleichbar feucht, schwüle, halbschattige Plätzchen und die Düngung mit seltenen Exkrementen bevorzugt. Also in allen hierarchischen Systemen, die mit Wurm drin geführt werden. Oder dort, wo man unausweichlich ins große, chaotische Ganze gestoßen wird. Die Familie. Verschärft die Großfamilie. Verschärfter die über den gesamten Globus verstreute Großfamilie, zum Beispiel die meine. Etwa jene, die amerikanischer als amerikanisch in San Francisco oder renitent in St. Petersburg oder religiös in Tel Aviv leben und sich noch ganz gut mit den Wiener Ablegern verstanden hatten. Oder jene in New York City, die sich in stiller, aber umso erbitterter Feindschaft übte, der Grund dafür vor Generationen verloren gegangen, aus Tradition aber umso überzeugter hochgehalten. Für Autoren durchaus ein fruchtbarer Boden. Dennoch vermied ich es, jenes Blut, das dicker ist als Wasser, in den Texten detailliert vorzuführen. Es wurde ein Mix gefertigt, der in nur geringen Anteilen Eigenschaften der Onkel und Tanten in Russland und Israel aus Vorsichtsgründen nur in Spuren jene der Neuamerikaner enthielten. Diese Retortenfamilie verursachte aber dennoch
eine Menge allergischer Reaktionen. Ich rechnete nicht mit der Übersetzung ins Englische, weil auf Deutsch haben sie es ja alle nicht lesen können. Aber Mensch denkt und Gott lenkt und Splithead erschien. Die Freude war groß, währte aber nicht lange. Die aus San Francisco, nicht im Buch vorhanden, brachen den Kontakt gekränkt über eine so bösartige Darstellung augenblicklich ab. Die New Yorker, nicht im Buch vorhanden, boten voller Großzügigkeit einen Waffenstillstand an. Ja, eine innigliche Wiedervereinigung, da das im Roman dargestellte Familienkonstrukt ein Musterbeispiel an engelhafter Rechtschaffenheit gewesen sei. Bei einer öffentlichen Lesung erschien mein Cousin uneingeladen im Kulturforum und erklärte dem staunenden Publikum, ebenfalls uneingeladen übrigens, und dem noch staunenderen Verleger lautstark, dass er und natürlich nur er im Roman vorkäme, was sowieso absolut an der Zeit gewesen sei. Der Beschriebene im Roman war ein großgewachsener Architekt, der Cousin ein kurzgeratener Rechtsanwalt. PS, alle jene, die sich jetzt wiederfinden, sind nicht gemeint. Die Tel Aviver lasen das Buch erst gar nicht, weil offensichtlich eh nur die Amerikaner darin vorkamen und es somit absolut uninteressant und noch nicht einmal zum Lästern zu gebrauchen war. Vor denen in Russland war ich vorläufig sicher, weil diese kein Englisch sprachen. An einer Übersetzung ins Russische bin ich jetzt nur noch mäßig interessiert. Dann hänge ich noch ein einziges persönliches Ding an und dann höre ich schon auf mit den Persönlichkeiten. Das ist der gewünschte Text von Frau Ettel. Desintegration heißt das. Seit dem Erscheinen meines Romanes Spaltkopf, hängt dem thematisch an, kämpfe ich mit der unfreiwilligen Repräsentation der erwünschten Integration. Ich schrieb diesen Roman aber nicht, weil ich in erfolgreich und nicht erfolgreich integrierte Personen einteilen wollte. Innerhalb des Romans in erster Linie die Abhandlung des Opfers, das durch die eigene Verdrängung des Erlebten irgendwann selbst zum Täter gerät, hat Migration insofern eine bestimmende Rolle, als dass die Vergangenheit ungehindert mitreißt, auch wenn man sich das Gegenteil weismachen möchte. Übrigens, dieses Thema bleibt natürlich weiterhin sehr aktuell, auch bei Menschen, die Kriege erlebt haben. Was ich in diesem Buch thematisiert habe, in dem Jugendbuch, reißt die Vergangenheit natürlich mit auf die eine oder die andere Art und Weise. Aber wahrscheinlich reißt bei allen die Vergangenheit mit, die irgendwo hinkommen. Ich erlernte die deutsche Sprache nicht, um mich einem marktkonformen Leistungsprofil anzupassen. Ich erlernte sie, weil sie mir eine Wiedergeburt ermöglicht hatte. Auf der Flucht war ich dabei, nicht nur unbedingt vor dem Russischen, sondern auch vor dem Jüdischen. Ich pickte mir Bindis aufs Hirn, damit mein Gesicht als exotisch eingestuft werden konnte. Ich achtete auf asiatische Kleider und Haarschnitte. Als ich mir im Sommer Rasterzöpfe flechten ließ und braun gebrannt in wallendes Gewand gehüllt bei Rot den Zebrastreifen querte, wurde ich angefaucht, dass Hottentottenverhalten bei mir in Afrika üblich sei, nicht aber im Wiener Parkett. Nichts half. Ich war immer noch ich. Um all das endgültig hinter mir zu lassen, heiratete ich ganz seriös in eine sehr wienerische Familie ein, deren Traditionen mir die nötige neue Haut meiner Wechselbalgidentität ermöglichen sollte. Doch weit gefehlt. Mein frisch gebackener Ehemann schien ebenso auf der Flucht vor seiner Vergangenheit zu sein wie ich. Erst reiste er nach Pakistan. Noch vor der Hochzeit zog es ihn nach Mexiko. Bald kehrte er nach einem misslungenen Versuch, dort die Erleuchtung zu finden, wieder nach Wien zurück. In jenes Wien, das endlich meines werden sollte und das er immer noch zu verlassen trachtete. Für die Exotik musste nun etwas anderes herhalten statt der Schamanen, und zwar ich. Ich aber wollte nicht mehr exotisch sein, sondern wienerisch. Wie ungelenke Riesentanker, die im Nebel knapp aneinander vorbeischrammen, verfehlten wir uns im gemeinsamen Wunsch nach Transformation.
Partout bestand er darauf, meinen Namen nach der Hochzeit anzunehmen. Ich war strikt dagegen. Seine Familie war auch nicht very amused. Ich konnte es verstehen, ich war es auch nicht. Statt keinem Rabinowitsch gab es plötzlich zwei. Aber nicht zum Preis von einem. Als wir uns scheiden ließen, keiner von uns hatte jene Veränderung gefunden, die wir so ersehnt hatten, nahm er seinen Mädchennamen wieder an. Weißt du, sagte er mir später, ich bin nie so oft kontrolliert und so oft nach dem Pass befragt worden, wie als ich noch Rabinowitsch war. Ich dachte, was wohl gewesen wäre, wenn er einen afrikanischen Nachnamen geführt hätte. Wobei schuld war auch, dass er einen sehr exotischen Vornamen hatte, von seinen Eltern. Und mit Rabinowitsch in Kombination klang das nur verdächtig. Ausschließlich. Ja, also man soll sich seine Wünsche genauer überlegen. So. Dann würde ich sagen, ich mache ein mini kleines Stückchen von dem Buch, aber nur ein mini kurzes, weil ich glaube, ich habe jetzt länger gelesen, als ich hätte sollen. Das ist ganz, ganz kurz. Ich wollte nur ganz kurz quasi die Erlebniswelt eines Mädchens zeigen, das ankommt und das sich noch nicht auskennt. Am Anfang, also ganz am Anfang, in den ersten Tagen nach unserer Ankunft, sind wir eingesperrt gewesen. So richtig eingesperrt. Mit Beamten in Uniform und Gitterstäben am Fenster und Balken vor der Tür und Essensausgabe. Als wären wir Verbrecher, die man schon überführt hat. Sie sahen aus wie Soldaten. Sie wirkten wie die zu Hause. Sie herrschten uns an. Keiner verstand ein Wort. Wir waren alle aufgeregt, weil wir es geschafft hatten und gleichzeitig fertig mit den Nerven. Wir schwitzten vor Angst. Irgendwann kam ein Übersetzer, hat so abfällig, angeekelt geschaut. Diesen Blick habe ich später noch oft bemerkt. Er fühlt sich an wie Abwaschwasser im Gesicht. Jetzt hebe ich meinen Kopf höher, wenn er mich trifft, und straffe meine Schultern. Das machen Tiere auch, wenn sie gefährlich und wichtiger erscheinen wollen. Ich mache das wie die Tiere und ich schaue nicht weg. Das tun Tiere nämlich auch nicht. Aber das hat gedauert. Zuerst, bis ich das kapiert habe. Dann, bis ich es konnte. Vielen Dank. Ich hoffe, es wird noch sehr, sehr schön heute. Applaus